Thema, meine Lieben. Ich schon wieder. Ich weiß, ich bringe zu viele Videos, aber ich werde halt gefragt und da möchte ich gleich ein Video machen, damit gleich mehr Leute gleichzeitig informiert sind. Es geht um die Krankenversicherung für die Auswanderer und wir haben hier schon viele Auswanderer das IKAMET gemacht. IKAMET ist die türkische Aufenthaltsgenehmigung. Jeder EU-Bürger kann natürlich 3 Monate ohne Visum hier bleiben, solange er möchte. Und da braucht er auch sowas nicht. Allerdings, wenn jetzt jemand praktisch sagt, er möchte hier bleiben, was ich hoffe, weil es geht nur um euch, ihr müsst weg von diesem Sklavensystem, ihr müsst weg von dem dreckigen Essen, ihr müsst weg vom Gift im Essen, ihr müsst weg vom Gift in der Luft, ihr müsst weg von den ganzen Assis, was da rumläuft, von dem ganzen Stress von Medien, von den Medienlüge, von dem Behördenwillkür, Strafzettel, Scheiße, man denkt überhaupt nicht mehr ans Volk. Also deswegen, ihr werdet sowieso freiwillig hier bleiben. Vielleicht einmal im Jahr mit dem Flugzeug mal nach Weihnachten mal die Verwandten besuchen. Und das ist das Gute, dass die Türkei da auch nicht so weit weg ist wie Panama oder Thailand oder Kanada, wo du gleich Fett abdrücken darfst, wenn du ein Ticket kaufen willst, sondern ganz einfach 2 bis 3 Stunden und dann bist du schon in Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer. Also, was kostet eine Krankenversicherung? Die wird nämlich verlangt, wenn man die Aufenthaltsgenehmigung machen tut. Und die ist aber sehr günstig. Und zwar hier, ihr könnt selber auch hier anrufen oder eine E-Mail an die schreiben. E-IKAMET, das heißt, in der Türkei wird eh alles per online gemacht. Euer Aufenthaltserlaubnis wird online beantragt. Die bekommt eigentlich jeder. Ja, man muss halt nachweisen, dass man mindestens 500 Euro im Monat auf dem Konto hat. Oder man muss halt nachweisen, dass man halt als Beispiel 5000 Euro auf dem Konto hat, aktuell, wenn man sie beantragt. Man kann ja, wer das nicht hat, kann ja irgendwie sich einen Kredit nehmen, dann hat man es auf dem Konto und dann wieder zurückzahlen oder was auch immer. Aber wenn man auswandern tut, hat man ja diesen Betrag sowieso, den man ja dann hier zum Beispiel mit 5000 Euro kannst du komplett die Wohnung ausstatten mit super Möbeln, mit allen Geräten, sogar mit, also 2000 Euro reichen da schon, mit Waschmaschine, mit Spülmaschine. Und also ganz kurz, Krankenversicherung für Ausländer. Und zwar gibt es eine private Krankenversicherung, diese musst du dann auch vorlegen, wenn du deine Aufenthaltserlaubnis hast. Die kannst du jährlich dann verlängern. Und jetzt kommt der Hammer, der Preis ist super billig. Es ist aber so, ambulante Behandlung wird nur bis 2000 Tele beantragt, ausgeglichen. Stationäre Behandlung ist natürlich ohne Limits, das heißt ohne Limit. Und bei ambulanter Behandlung muss 4% der Versicherte selber zahlen. Und jetzt schauen wir mal, was es kostet. Zum Beispiel, jemand ist als Beispiel 40 Jahre alt, ja. Ach so, man muss das Ding eingeben. Ja, dann als Beispiel nehmen wir halt einfach mal 1980 als Beispiel, ja. Geboren. 1980 geboren. So, jetzt kommt das Jährliche, was es jährlich kostet. Also, im Jahr beträgt das 348 türkische Lira. Türkische Lira. Ja. Man muss dann, wenn man die Versicherungspolice abschließt, natürlich alles in Ruhe durchlesen. Aber im Großen und Ganzen wird das dann von der türkischen Behörde akzeptiert. Man ist praktisch krankenversichert mit lächerlichen nicht mal 50 Euro im Jahr. Knapp 80 Euro sind das im Jahr. 80 Euro im Jahr. Und wenn jetzt jemand älteren Baujahres ist, wird es etwas höher. Tippen wir doch mal ein. 1900 als Beispiel 60. Da wird es etwas höher.
dann sind es 700 Lira im Jahr. Das sind dann knapp 120 Euro im Jahr, beträgt die Krankenversicherung, diese private. Was aber nicht dabei ist, sind Zahnbehandlung. Geht mal auf die Seite rein, welche Leistungen werden durch meine Krankenversicherung gedeckt. Da kannst du hier sehen, Krankenhausleistungen, Operationen, stationäre Behandlungen werden alle bedeckt. Chemotherapie, braucht ja kein Mensch. Ne? Bei Zähnen ist nur, wenn ein Unfall passiert ist, dann wird das bezahlt. Ne? Intensivmedizin wird bezahlt. Also, schaut euch einfach mal die Seite an. Ihr seid versichert. Das ist schade, dass sowas nicht in Deutschland gilt. Ja? Weil, was meint ihr, was ihr euch Geld sparen könnt? In der Türkei ist ja so, dass die Apotheken spezielle Verträge haben mit dem Staat. Die dürfen nicht ewig Kosten draufschlagen oder die Pharmaindustrie. Die wird hier gekappt. Versteht ihr? Hier ist nicht so ein beschissenes, korruptes Drecksystem wie in Deutschland, dass du dann im Monat deine 300 Euro Krankenversicherungsbeitrag hast. Ja? Hier haben wir im Jahr 100 Euro. Im Jahr. Ich sag doch, hier ist das Paradies, Mensch, wacht endlich auf. Und ich hoffe, dass niemand krank wird. Also ich war jetzt in den 7 Jahren nicht einmal krank. Ich hatte mal eine Beule im Knie, aber ich bin da auch nicht zum Arzt. Konnte da nicht laufen, ein paar Wochen, und das ist von selber wieder weg, weil ich die neue germanische Medizin praktiziere. Das heißt, warten und von selber den Körper das machen lassen. Wenn natürlich nicht Arm gebrochen ist oder sowas. Aber das würde ja die zahlen, die Versicherung. Oder wenn du Nierensteine hast oder was auch immer, das würde diese Versicherung zahlen. Also ihr seid versichert für 100 Euro im Jahr. Okay, Leute. So viel von mir. Das sollte nur eine Information sein. Dankeschön.